Süd 54 Grad 49 Minuten, West 68 Grad 19 Minuten. Es gibt keinen schlimmeren Albtraum, als sich nicht mehr ins Wachsein retten zu können. Die Welt in der Antarktis ist eigentlich die wahre Wirklichkeit, weil sie vom Menschen noch nicht berührt ist. Das ist auch das Spannende. Die Antarktis ist nicht besiedelt und deswegen ist sie auch literarisch noch nicht besiedelt worden. Die erste Idee war eigentlich ein Traum. Ich habe nämlich geträumt, dass ein älterer Mann irgendwo in den Alpen an so einem Hang sitzt und um ihn herum ist eine Moräne. Aber eigentlich sollte da ein Gletscher sein. Dicht gedrängt an einem der länglichen Holztische ist uns feierlich zumute nach einem halben Jahr Trennung. Als wir dieses Projekt übernommen haben, ein Hörbuch zu machen, habe ich noch nicht geahnt, dass ich irgendwann fast eine Hörspielregisseurin werde. Und diesen Wellensalat, der ist Stimmen, ich nenne es Wellensalat, der Trojanow nennt das Kakophonie, dazu brauchte ich 27 Stimmen. Deine Heimat ist das Meer. Krank. Naja. Völlig krank. Also es ist so, dass die Haupterzählung in dem Roman unterbrochen wird von einer Explosion unterschiedlicher Stimmen. Klingt irgendwie sehr schräg, sehr verrückt, ist aber genau das, was wir täglich haben. Unbedingt klarstellen, dass wir noch nicht wissen, ob es sich um einen Unfall oder um ein Verbrechen handelt. Das habe ich versucht in dem Roman darzustellen, und zwar sozusagen als große Kakophonie, innerhalb derer die Auflösung der Geschichte versteckt ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Romane, wie überhaupt auch allgemeiner gesprochen Ideen, eine Wirkung zeitigen. Das war in der gesamten Menschheitsgeschichte so. Ich würde sogar sagen, dass fast nichts so mächtig ist wie eine Idee, die zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Ohren erreicht. Achtung, aufgepasst! Breaking News, Natur nicht in Gefahr, Menschen alle tot? Weiter so.